Gehen wir jetzt noch auf Indominus Rex gegen King Kong. Ich würde sagen, das ziehen wir uns jetzt auch noch mal rein, wenn wir gerade schon voll im Flow drin sind. Dann machen wir das jetzt hier auch noch. Oh, was haben wir hier? Ein Spinosaurus gegen einen Indominus Rex. Scheinbar aber auch so im frühen Zeitalter. Das heißt, hier soll der Indominus Rex anscheinend wirklich existiert haben. Okay, die haben sogar eine eigene Website. Hört sich schon mal sehr geil an. Ali Awada hat heute ein Behind the Scenes rausgehauen, aber die gehen meistens auch nur so um die 2 Minuten, ne? Kann man sich ja gerne auch nochmal anschauen, dann zum Abschluss gleich nochmal. Okay, die Kämpfe sind ein bisschen langsam, oder? Von den Bewegungen her ist das ein bisschen gemächlich. Aber das ist ja trotzdem okay. Ich muss nur ganz kurz mal die Kamera ein bisschen... Nee, jetzt hocke ich ja wieder so weit außen. Ich muss mich gerade nur mal ein bisschen mehr in diesen Stuhl hier reinflezen. So ist das besser. Ja. Wollen wir wetten, dass er ganz zum Schluss wieder diese Animation macht mit dem Kiefer auf- und zureißen? Was will er jetzt? Die Arme, Alter, das ist wirklich, da hat die Natur sich wirklich gedacht, komm, diese Tiere machen wir jetzt einfach mal richtig fertig. Was machen die jetzt da? Was ist jetzt denen ihre Mission? Guter Farbenwechsel beim Intro. Was war denn das jetzt Komisches mit den Carnotaurus? Oh! Okay, wir bauen anscheinend erstmal den bösen Indominus Rex jetzt auf. Als den Bösewicht in der Geschichte. Na, ich glaube, der ist tot. Das sieht nicht mehr gut aus. Ja, das mit dem Kiefer aufreißen wird jetzt hier nichts werden, glaube ich, weil dafür ist
den Dominus Rex zu krass mit seiner Beißkraft. Das Design ist relativ gut gemacht, aber es sieht irgendwie vom Indominus Rex sieht das irgendwie so ein bisschen gezeichnet aus. Seht ihr das hier? Wegen diesen Kanten auch. Ist interessant auf jeden Fall gewählt vom Design her. Oh ja, bitte macht er das. Bitte macht er den Moment, wo Kong Godzilla auch mit diesem Baumstamm in die Fresse gehauen hat. Bitte kommt das jetzt auch noch. Nee, nicht ganz, okay. Okay, die Musik hat eben gerade sehr stark an Jurassic World erinnert, kurz bevor der Indominus Rex stirbt. Er hat anscheinend jetzt hier erstmal vor, den Indominus Rex unter den Steinen zu begraben. Ja. Ich dachte wirklich, er reißt ihm auch das Maul am Ende dann so auf, aber anscheinend haben sie das nicht vor. Der ist nie im Leben schon tot, erzähl mir nix. Ich wette mit euch, der steht gleich wieder auf. Bitteschön. Er hat sich aber kein einziges Mal getarnt jetzt hier in dem Kampf. War es das jetzt schon? Oh nein. Oh nein. Ich wette, da ist noch ein zweiter. Alter, das ist der Scorpius Rex, Mann. Kong gegen Scorpius Rex. Boah, was für ein fieses Ende. Was für ein fieses Ende. Was für ein fieses Ende. Wieder mit Blender gemacht. Hier, ich muss es unbedingt lernen. After Effects kann ich sogar noch ein bisschen von früher. Geil. Das ist geil. Oh, hier ist jetzt die Schrift im Weg. Das war richtig gut gewesen mit dem Scorpius Rex nochmal ganz zum Schluss. Haben wir das aber auch schon? King Kong versus...
Scorpius Rex. Das gibt's wohl auch schon, aber das ist nicht... Nee, das ist keine Animation, das ist nur ein Zusammenschnitt. Schade. Er hat noch kein Film dazu rausgehauen. Das Ganze ist also als kleiner Cliffhanger geendet. Ach, echt, wie schade, ey. Aber gut, das Remake, das kam jetzt auch erst raus vor einem Jahr. Und das neue Video jetzt gerade von ihm kam raus vor 3 Monaten. Der macht also auch nicht regelmäßig Videos. Davor vor 4 Jahren. Aber ich meine, die haben halt auch zum Teil, haben neben seine Videos einfach 105 Millionen Aufrufe. 105 Millionen Aufrufe, das ist ja abartig, ey. Das ist mal wirklich richtig krass. Wartet mal, ihr könnt das ja gar nicht sehen. Da. Kann man das erkennen? Ja, ne? Da 105 Millionen Aufrufe vor 4 Jahren. Das ist natürlich krass, ne? Bei den Aufrufzahlen würde ich jetzt auch nicht jeden Tag ein Video raushauen. Krass, okay. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das kam unerwartet mit dem Scorpius Rex. Ja, auf jeden Fall. Aber ich hätte gern den Kampf noch gesehen. Es scheint aber erstmal vorerst als eine Art Cliffhanger dazustehen. Ja, ich muss mir wirklich Blender auch selber beibringen. Ich kann euch ja mal ganz kurz hier zeigen, wie das aussieht. Ich habe es mir jetzt ja auch mal besorgt und mich da mal ein bisschen reingefuchst in die ganze Nummer. Und was heißt reingefuchst? Ich habe mir erstmal so die ersten 2 Tutorials angeguckt, wo mehr so auf die allgemeinen Dinge eingegangen wird bei der ganzen Geschichte. Das heißt, wie bewegst du bestimmte Sachen? Oh, Moment, das Bild ist noch ein bisschen groß. Wie bewegst du bestimmte Sachen, wie, keine Ahnung, wie navigierst du dich dann komplett dadurch? Ja, ja. So sieht das Ganze eben aus. Und aus diesem Brocken, aus diesem nichtssagenden Stück etwas hier in der Mitte, da baust du eben dann mit der Zeit draus einen Dinosaurier, zum Beispiel. Und dann wird das eben noch animiert, ne? Das heißt, du fängst wirklich dann hiermit an, mit der ganzen Chose. Hier oben hast du deine Kamera, deine virtuelle, das ist das Teil hier. Und die ganzen Dinger, mit denen musst du halt dann auch arbeiten. Das heißt, mit der Kamera führst du dann quasi so, die führst du dann da lang, was du jetzt gerade filmen willst. Die Objekte musst du halt dann, Moment, hier musst du halt dann separat noch animieren und so ein Kram. Ist echt nicht ganz so leicht, aber wenn man da mal drin ist, habe ich mir zumindest sagen lassen, da habe ich mich mit dem lieben Ali Awada auch mal geschrieben und er hat gemeint, wenn du da ein bisschen Übung drin hast, dann raffst du das, dann verstehst du ungefähr, wie du was machst. Und ich kann Photoshop bedienen, ich kann auch After Effects sogar bedienen, das kann ich noch früher vom Studium. Und ich denke mal, dass ich hier auch reinkommen könnte mit der Zeit. Ich hätte auf jeden Fall auch total Bock, dann auch so eigene Filme damit selber zu gestalten. Aber es ist natürlich, ne, gerade für den Anfang, du musst dich da halt erstmal so ein bisschen rein verstehen, trifft es, glaube ich, am besten. Du musst verstehen, was hier passiert. Wenn du es nicht verstehst, dann ist es eher ein bisschen schwieriger. Ja, so, bin ich auf jeden Fall dran. Und jetzt, wo ich ja auch meine Videos, also meine Hauptvideos, eigentlich nur noch alle 2 Tage veröffentlichen will, das heißt montags, mittwochs und freitags, und sonntags habe ich eigentlich sehr viel Zeit dann dazwischen. Der Reaction-Kanal, der wird ja quasi mit dem Content gefüttert, den wir jetzt hier zusammen uns angucken. Und alles drum und dran. Ja. Okay, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, sind wir für heute erstmal durch. Ich werde auch heute, glaube ich, nicht mehr live kommen dann. Dann sehen wir uns aber dann morgen live zum großen Godzilla Kong The New Empire Live-Talk auf YouTube. Ist auch schon angekündigt, da könnt ihr sogar schon rein switchen und euch im Chat schon unterhalten und bla 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 machen. Und dann quatschen wir da morgen drüber um. Lasset mich mal nachgucken. Ich glaube 17 Uhr irgendwas habe ich eingetragen. Wir sehen uns dann um
17.30 Uhr. Und zwar hier. Da ist das ganze Ding. Da könnt ihr jetzt schon hier im Chat ein bisschen mit rumwuseln, mit diskutieren, mit schreiben. Dann sehen wir uns dann eben morgen hier live. Ein Strohkopf hat morgen sogar Geburtstag. Könnt ihr gerne mal gratulieren dann. Genau. Und da gibt es dann den letzten großen Live-Talk. Und dann, ja, da wird es dann auch so kleine Aufarbeitungen mal zum Film geben. Ein Video, wer ist Tiamat, habe ich schon vorbereitet. Wer ist Skilla? Und die ganzen Sachen eben, dass man da nochmal ein bisschen näher drauf eingeht. Aber ansonsten ist diese gesamte Godzilla-Kong-Phase jetzt ja dann vorbei. Mit dem großen Abschluss dann hier mit dem Live-Talk. Und ich habe sogar extra für euch, habe ich alle YouTube-Videos von der allerersten Teaser-Reaction bis hin zur Veröffentlichung des Films, also zur Filmkritik, habe ich alle Videos jetzt mal chronologisch gesammelt und habe euch daraus ein ganz langes Video gemacht. Das geht 20 Stunden. Wir haben einfach 20 Stunden auf YouTube verbracht, um diesen Film Godzilla Kong ultra zu bearbeiten. Ohne Ende. 20 Stunden kamen dabei raus. Du kannst auf YouTube nur Videos hochladen von maximal 13 Stunden. Das heißt, ich werde einfach diesen gesamten Run an sämtlichen Godzilla-Kong-Videos, die wir hier besprochen haben, werde ich in zwei Parts hochladen. Nochmal so als Abschluss dann, da habe ich am Anfang noch so ein paar Worte auch eingefügt und sowas. Und das kommt dann noch ganz zum Abschluss. 2x10 Stunden könnt ihr euch dann reinschmettern oder eben auch nicht. Wird aber als Premiere dann erstmal durchlaufen. Und dann sind wir dann durch mit Godzilla Kong. Ja, ihr Lieben, in diesem Sinne würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Bis dann. Ciao, ciao. Und schönes Wochenende.